Weitermachen, weiter, 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 weitermachen, 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 weitermachen. Und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Weitermachen in Savage Lands, Säulen im Wasser. Ach, da hinten bist du. Ja. Ich komme mal eben kurz zu dir rüber gejoggt. Fröter zu Berg. Ich klopfe gerade einen Stein. Ja, ich hör's. Zumindest hatte ich es gerade einmal kurzzeitig gehört. Ist schon echt krass, was für gute Ohren die Leute hier auch haben, ne? Das ist echt erstaunlich. Ich komme auch mal. Ja, ich würde rechts laufen. Da, wo die Namen stehen. Warum siehst du... Ah, okay. Und dann die Hände... Man könnte irgendwie meinen, ich komme gerade vom Ballermann oder so. Tust du das etwa nicht? Ich bin der Ballermann. Ja, siehste. Jo, dup, 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 dup. Jetzt mal ganz ohne Witz, sag mal, wie lange bist du denn gelaufen? Also da, wo du jetzt gerade bist, da können wir im Prinzip gleich mal wieder so einen kleinen Abstecher zum Dorf machen auch, ne? Das ist ja direkt hier um die Ecke. Ein bisschen weiter am Strand lang und dann rechts hoch. Passt auf den Drachen auf, ne? Lass uns Föhr ärgern. Da heißt auch Föhr, oder? Kur. Kur, Kur. Oh, lass uns mal eine Kur machen. Ohne mich. Mein Arzt hat mir eine strikte Kur verschrieben. Oh, Baumwolle. Super. Ich mag Baumwolle. Da kann ich mir ein neues T-Shirt rausstricken. Oh, Emi, warum lässt du Kohle liegen? Warum lässt du Nüsse liegen, Scotchy? Hab selber zwei, danke. Schäm dich. Entschuldigung, die sind festgewachsen, da kann ich mich nicht für schämen. Ein Stein, den lasse ich liegen. Ich habe ja auch ein Herz, ich lasse auch anderen Leuten noch einen Stein. Ach, guck mal, hier ist übrigens ne? Frostfern. Ich nehme den mal mit, weil den hat nur Emi wahrscheinlich einfach nur übersehen. Ja, habe ich. Eins habe ich eingesammelt. Das ist super. Die Säulen sind wirklich neu, glaube ich. Ja. Ja. Die Säulen der Erde. Im Wasser. Ich gehe mal ein bisschen planschen. Ich guck mir das mal an. Bis gleich kommt Octopussy und reißt mich in die Fluten. Ich bin übrigens auch ein großer Fan von dieser Treppe hier. Also ich finde ja auch, jeder sollte so eine Treppe zu Hause haben. Dann kann man hier oben stehen und sich umgucken, aber weiß nicht, was man dann hier oben soll. Das ist toll. Juppa! Das Geräusch vom durch dem Wasserlaufen ist irgendwie cool. Ella! Ich hab Wasser im Schuh! Da muss ich ihn ausschütten. Oh, Rotting Meat, das wollte ich schon immer mal essen. Ja, habe ich extra für dich liegen lassen. Oh, danke schön, du bist so gut zu mir. Ich gönn mir mal gerade so ein Stück. Low Quality Metal Ore. Oh, ich bin leider vergiftet. Was macht man gegen vergiftet sein? Es hört einfach irgendwann mal auf. Okay. Oder versuch mal irgendein vernünftiges, nein, keine Ahnung. Ich sehe aus, als hätte ich mir irgendwo hingekotzt. Ich geh mal ins Dorf, ein paar Tote erschrecken, okay? Geh zu unserem Dorf, bitte. Warum? Falls du verrecken solltest. Ich hab doch genug Bandagen dabei. Ich krieg mich schon irgendwie geheilt. Juhu, High Quality. Ich mag hohe Qualität. Ja, ich hab Medium. Ich hab ein kleines Ratespiel für euch. Was ist groß, sieht aus wie ein Baum und bewegt sich? Ein Baum, der sich bewegt. Richtig, ein Baum im Wind. So, Taschen voll, Hammer kaputt. Alles super. Ich habe zum Glück noch einen dabei. Wir haben auch noch die beiden guten Hämmer, ne? In der Inneren. Hä? Ich glaube, das könnte sogar... Ne, das ist kein guter Hammer. Ne, hier diese... Wie heißen die denn? Ich repariere das gleich. Ja, aber du hast... Wir haben noch Warhammer? Nein, nicht Warhammer. Metal... Ach, keine Ahnung. Ich bin übrigens nicht mehr vergiftet.
Supi. Oh, ein Flint. Super, da kann ich mir bald mal ein paar neue Pfeile bauen. Ja, einmal Pfeile habe ich auch noch von dir. Einmal Pfeile. Mhm. Ja, ein so ein Fünferpack oder was es auch immer ist. Ach so, okay. Dreimal auf Holz geklopft. Brauchen wir Steine? Nee, ne? Habe ich auch noch ein paar. Ich hab's jetzt mal einfach eingepackt. Ich kann sie nachher immer noch aus der Tasche reißen. Ich hab nur einen Hauchstein in der Tasche. Warum so ich weiß gar nicht, wo ich die alle her hab. Wahrscheinlich hast du sie gestohlen. So wie bestimmt ich dich aus deiner Tasche. Mhm. Und ich hab mich schon gewundert, wo sind die ganzen Steine hin, die ich denn in meinem Leben aufgehäuft habe. Ich wollte mir ja noch eine Pyramide bauen, kurz bevor ich sterbe. Ich kriege irgendwie nur Steine raus aus dem Stein. Ich glaube, ich mache mich dann jetzt wirklich bald mal daran, euch auch mal eine vernünftige Rüstung zusammenzubauen. Gerne. Aber ich baue dir erstmal eine, Ela, ne? Weil nur Emi geht ja sowieso wieder irgendwo sterben, wo wir sie nicht wiederfinden. Genau. Da lohnt sich das nicht so. Das ist halt so wie Geld verbrennen. Hey, übrigens ist dir was aufgefallen? Ja. Dritte Folge und ich bin noch nicht geflogen. Das sagt man nicht, das weißt du. Ich wollte es gerade sagen. Warte, ich klopf auf Holz. Da war was mit dem Teufel, ne? Und mit so einer Wand. Ela, ja. Ich krieg nur noch Steine. Und ich nur noch Flints. Ja, Flints sind besser als Steine, da können wir wenigstens noch verarbeiten. Wobei, wenn wir noch... Ne, für Holz wird morgen auch keinen Stein. Ja, das ist für ein dicker Stein. Dann packen wir halt noch ein paar Steine hin. Hauptsache, wir kriegen es verbaut, wa? Genau. Das ist echt doof, dass es keine Permalbeleuchtung gibt. Ich meine, ist natürlich, ne, realistisch und so weiter. So. Oh, mein Hammer ist kaputt. Egal, ich kann auch mit meiner blanken Faust, kann ich da bestimmt auch Steine raushauen. Ich glaub nicht. Wenn du die Faust hier siehst, ne? Was da für Spitzen dran sind, das könnte tatsächlich auch klappen. Guck mal, Ela. Warte. Da. Jo. Ich überlege gerade, ob ich noch ein bisschen jagen soll. Ich glaube, ich habe mich gerade für Ja entschieden. Komm her, Wolf. Komm her, Fido. Toll, jetzt krieg ich das Fleisch nicht mitgenommen. Ich lass mal ein paar Steine hier liegen. Da ist ein Feuer und einmal aufwärmen gehen, ne? Ja, das war ich. Ich muss jetzt aber erstmal nach Hause. Na komm her, du. Oh, schon wieder ein Fido. Fido mit seiner neuen Hitsingle. Die schwarze Hundedecke und sein silberner Napf. So. Den habe ich glaube ich schon mal einmal getroffen. Ich fände es ja geil, wenn man sich irgendwo mal so eine Sonnenuhr bauen könnte. Ja. Das habe ich tatsächlich auch bei wie hieß es noch? Life is Fido auch schon gesagt, ne? Ich glaube ja. Du sagst immer so mit viel, Markierung, wenn der Tag lang wann ist. Ungefähr die, ja, wobei wann ungefähr die Nacht reinbricht, aber ja doch, damit man weiß, wie viel Zeit man zumindest noch hat dafür. Du erzählst immer und erzählst immer. Machst gar keinen Punkt und Komma. Na und? Ich frage mich auch, wie ich das mit dir aushalte, tatsächlich. Na und? Na und sagt man, ich mach mal nur... Hier standen aber auch mal mehr Häuser. Ist, glaube ich, ein bisschen abgebrannt. Ich glaube, der Drache war hier. Die kennen vielleicht die Häuser mittlerweile auch. Könnte sein. Der hat gerade bestimmt eine Grillparty gemacht. Mit den ganzen Skeletten oder was? Ja, da war vorher auch mal Fleisch dran, ne? Also herumliegendes Fleisch soll auf jeden Fall decayen. Ich bin mal gespannt, was dann noch alles so verschwindet. Wenn ich dir auf die Nase hau, verschwindest du gleich. Ich bin übrigens auch... Pass auf, ich hab einen Hammer in der Hand. Oh Gott, du hast einen Hammer und du wirst ihn benutzen?
bin schon dabei. Oh Gott. Ich laufe übrigens die ganze Richtung nur Emi. Ich hoffe, die Richtung stimmt. Bist du zu Hause? Ja, bin ich. Das ist super. Hast du schon was auf dem Herd? Nee. Nicht? War ja nicht jagen. Ich musste ja Steine sammeln. Oh, super. Eine lecker Steinsuppe, hör mal. Mm. Jetzt mit extra viel Bröckchen. Aber ich hoffe, du hast nur die Hakensteine genommen. Granit-Cookies. Mm, lecker. Aha. Neben den Marmorkeksen. Ja. Es gibt Marmorkuchen. Apropos Marmorkuchen. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ah, genau, apropos Marmorkuchen. Wo ist eigentlich meine Schokotorte? Die ich zum Frühstück haben wollte. Die haben wir wohl vergessen gestern. Nein, die hab nicht ich vergessen. Die hab ich vergessen, ja. Das macht aber nichts. Du könntest die auch jetzt rausholen. Dann ist sie bestimmt bis um 2 Uhr einigermaßen aufgetaut. Weil das ist ja eh so. Kann ich gleich machen, ja. Das ist eh aber so nur ein Stück für dich. Hm. Aber bei den Temperaturen ist es in der Stunde aufgetaut. Ich wollte gerade sagen, wenn du es draußen aufs Dach stellst, dann ist es ungefähr in 5 Minuten aufgetaut. Dann gibt's Schokosüppchen. Ich bin doch auch angekommen. Kuckuck. Ich muss jetzt auch nach Hause. Ich habe Feuer gemacht. Das letzte Mal bin ich hier lang gelaufen, als mir ein bisschen warm um den Arsch rum wurde. Ich hocke in meinem Bunker mit einem Merlin, ich habe blaue Säure, Kapseln und hier nur Benzin. Frag mich nicht. Wieso sind hier Flints drin? Wer packt denn Flints in die Kiste? Das ist doch... Emi, warst du schon wieder in der Kiste dran? Ich hab die da reingepackt. Nein. So, Emi, sei ehrlich. Nein, ich war's nicht. Lügen gibt eine lange Nase. Sind wir wieder bei, Nein, das haben wir doch in der letzten Folge erst. Können es doch nicht ständig wiederholen. Mann, Ela, ich dachte, das wäre klar. Mann, Scotty. Ja, hier, bei der Arbeit. Kann nicht sein. Arbeit, Arbeit. Roy, ich schmeiß mal den Hammer hier raus und nimm einen vernünftigen Hammer mit. Ich hoffe, das ist okay und auch in eurem Interesse. Toll, ein Pfeil. Super, damit komme ich auf jeden Fall über die Runden. Warte, ihr habt doch auch noch welche. Ja, supi. Ja, auch ein. Noch besser. So, kannst ja auch direkt hier aus der Kiste einen vernünftigen Hammer mitnehmen. Oder Ela nimmt ihn mit, falls du ihn wieder verstuderst, weil du irgendwo stirbst. Apropos irgendwo sterben, warum bist du eigentlich schon nicht mehr, so lange schon nicht mehr gestorben? Ja, das weiß ich auch nicht. Irgendwas läuft da falsch bei dir. Da kommt man sich sonst immer drauf verlassen. Das, ne, du regelmäßig so alle 5 Folgen mal, ne, so einmal ins Gras beißen und so. Das war noch richtig gut. Schmeckt halt sehr gut, das Gras. Alter, wie viele Flints wir hier haben. Ich mache mir jetzt erstmal ein ganzes Bataillon voller Pfeile, hör mal. Ja, ich habe auch noch 19 in der Tasche. So, dann würde ich aber auch sagen, wir machen hier mal einen kleinen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute und tschüss. Tschüss.